Dies ist eines meiner liebsten Kirchenlieder. Es wurde von Paul Gerhardt geschrieben, der lebte 1606 bis 1676. Er war Theologe und kam aus dem Sächsischen. Und das ist auch schon alles, was ich Ihnen über den Hintergrund dieses Liedes sagen kann, denn ich bin keine Musikwissenschaftlerin und kenne mich auch in der Kirchengeschichte nur mäßig aus. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass Wie soll ich dich empfangen? Für den Adventskalender ausgewählt wurde und ich Ihnen ein bisschen davon erzählen kann, was mich an diesem Lied so sehr berührt. Das zeigt sich für mich im Übrigen schon gleich am Anfang. Wie soll ich dich empfangen? Da ist ein Mensch, der sagt zu Gott, was soll ich tun, damit ich dir eine Freude machen kann, damit ich dich ergötzen kann. Und für mich ist der Subtext dabei, ich weiß es nicht mehr, ich fühle mich klein, ich fühle mich mickrig, ich bin nichts wert, ich bin so ein kleines Licht, du musst mich übersehen, ich kann es dir nicht einmal übel nehmen, weil ich einfach überhaupt nichts mehr bringe und nie mehr was bringen werde. Und so fühle ich mich manchmal. Und vielleicht kennen Sie diese Gefühle auch, diese Nulltage, wenn wir gar nicht mehr wissen, was an uns wert ist, was wir an uns lieben. Und wenn wir uns schon nicht lieben, wie sollen wir dann einer so großen Idee, wie Gott sie ist, einer allumfassenden Liebe, wie sollen wir der etwas darbringen können, eine Freude bereiten? Und nun sagt dieses Lied, setz du mir die Fackel ein, also gib du mir das Licht, gib du mir eine Idee, gib du mir den Glanz, den ich von mir selbst nicht bringen kann, zeig du mir den Weg, indem du mir die Fackel einsetzt, was dich an mir erfreut und vielleicht auch, wie ich mir selber und der Welt dadurch eine Freude bereiten kann. Und das ist für mich eine ganz wunderbare Stelle, weil sie so voller Vertrauen ist und Hingabe und auch voller Liebe, denn wir können ja so uns nur fühlen und einem anderen offenbaren, wenn wir der Liebe von diesem Menschen, diesem Gott, dieser Gemeinschaft ganz, ganz sicher sein können. Und das Lied hat auch noch eine andere Stelle, die ich sehr mag. Ich lag in Spott und Schanden, du kommst und machst mich groß. Das ist der zweite Gedanke, der hier so trägt, dass wir, wenn wir klein sind und dann noch ausgespottet werden, dass Gott kommt und uns groß macht, weil er an uns glaubt, weil die große Weltenseele an uns glaubt und weil auch wir an uns glauben dürfen. Und deswegen mag ich dieses Lied so sehr, denn es ist so voller Zuversicht, Liebe und Fürsorge.